Die Ukrainer setzen bei ihren Angriffen vor allem oft auf Seedrohnen, aber es wirkt so, als hätten die Russen langsam immer mehr Mittel dagegen gefunden. Wie sehen die aus? Also die Seedrohnen oder auch genannt Kamikaze-Boote sind eine höchst effiziente Waffe der Ukrainer, mit der die Krim immer wieder angegriffen wird. Auch die Krim-Brücke, die die Schwarzmeerhalbinsel mit dem russischen Kernland verbindet. Aber jetzt scheinen die Russen langsam ein Mittel zu finden. Also erstmal A und O ist die Aufklärung, also Geheimdienstinformationen, wann starten die Ukrainer, wo diese Seedrohnen. Und dann gehen Helikopter hoch, Kampfhubschrauber oder Transporthubschrauber wie die Mi-8 mit aufgesetzten MG, also Maschinengewehr. Und dann suchen die Russen auf offenem Meer nach diesen Seedrohnen oder Kamikaze-Drohnen und halten dann da drauf mit ihren MGs. Und das ist wohl die Art und Weise, wie man einigermaßen effizient gegen diese Seedrohnen vorgehen kann. Und gestern wollen die Russen 13 Stück vernichtet haben. Christoph Wanner, danke schön für diese Einschätzungen und neuen Informationen nach Moskau. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.